Mähdrescher. Keine Erfindung erleichtert die Landarbeit mehr als diese getreidefressenden Boliden. Sie erledigen Arbeitsschritte, für die früher eine ganze Mannschaft mit Sense und Dreschflegel auf dem Acker benötigt wurde. Was früher tagelang gedauert hat, wird heute in wenigen Stunden erledigt. Schneiden, Dreschen und Abtransport. Von der ersten Idee bis zu den gegenwärtigen technischen Meisterleistungen ist viel Zeit vergangen. In den heutigen Maschinen steckt das Wissen und Know-how vieler Generationen. Es ist schon fast 200 Jahre her, als mit der Ernte um 1830 in Nordamerika die ersten Mähdrescher auf den Markt kamen. Damals noch von Pferden gezogen. In Deutschland sind die Maschinen zu dieser Zeit unwirtschaftlich. Die Ackerflächen sind hierfür zu klein. Den pferdegezogenen Maschinen folgen gegen Ende des 19. Jahrhunderts die ersten dampfbetriebenen Selbstfahrer. In Deutschland sind zu dieser Zeit Mähbinder ein wichtiges Gerät in der Landwirtschaft. Mit der Erfindung des mechanischen Knotens wird es möglich, Getreide vollmechanisiert zu Garben zu binden. So muss das Getreide nicht mehr von Hand gemäht und zu Bündeln geschnürt werden.